Heldenliga. Mit mir dem Lee. Und Hallöchen alle, an alle da draußen. Ist ein bisschen her, seitdem ich Heldenliga gespielt habe. Jetzt schauen wir mal, was wir picken, was wir nehmen. Battlefield of Eternity. Ich werde erstmal die Walle einloggen. Okay. Der ist sich nicht ganz sicher, dass er dann mit dem. Der Tod. Das Licht lässt niemanden im Stich. Jetzt haben wir den blöden Malfeier gegen uns. Sieg den Verlassenen. Hoffnung besteht immer. Was ist Malfeiers große Schwäche? Anoop ist offen, ich könnte Anoop picken. Er hat hart gepennt. Ich könnte die Hacker mit reinnehmen, damit wir nicht so viel XP verlieren, aber ich glaube, das ist ja eine beschissene Idee. Würde tatsächlich Diva bevorzugen. Sire, meldet sich zum Dienst. Ach du Scheiße. Was haben wir denn zur Auswahl? Der Genji ist noch offen. Tyrael. Der Chamber gar nicht so schlecht, aber da wird ja Malfeier mich relativ schnell kurz und klein hauen. Die Diva. Ich spiele um zu gewinnen. Leider bin ich bei meinem Malfeier immer noch nicht ganz sicher, was man gegen ihn pickt. Zwei Tanks reinzupicken ist für ihn halt göttlich, ne? Darüber freut er sich. Malfeier ist halt gut gegen Tanks. Gegen die Backline nicht so, weil man ihn relativ schnell töten kann. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr Lebenspunkte mitnehmen, das wäre halt ziemlich beschissen für mich. Und da kommt die Valar. Die sind sehr, 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 sehr gut. Der Martha ist sehr, sehr gut hier. Wir haben viel Potenzial für Racen. Diva ist ja nicht unbedingt sonderlich gut, weil sie nicht sonderlich viel Schaden auf den Immortal macht. Aber ja, wir haben halt eigentlich nur Sylvanas. Auf der Gegnerseite gibt es die Valar, die Zarya, wenn sie drauf geht. Und der Malfeier. Das heißt, wir müssen eigentlich defenden, aber auch nicht zwingend. Herhören, Herzchen! Macht euch kampfbereit! Wie viele Dummköpfe muss ich noch ertragen? So, ich spiele Diva. Küsschen!
Bei Diva muss man sich immer klar machen, wenn man aus dem Mech raus ist, dann ist man zwar immer noch am Leben, aber man wird zum Assassinen. Das heißt, wir legen los in T-minus 10 Sekunden. Vorsicht walten lassen, ich gehe mit hoch. 5, 4, 3, 2, 1. Und werde Nitro nehmen, weil Nitro immer noch am besten ist. Bei Mii Solo. So arschgeben. Ich ziehe ihre Agro auf mich. Dann lass mich keine Zeit verlieren. Ich brauche mehr APM. Kommt doch darauf an, wie gut der Malfa hier ist. Wir werden das gleich rausfinden. Drei Leute unten, das ist natürlich für die gute alte der Adler spielt das gut. Ich bleib mal hier oben. Ich verweile niemals zu lange. Ich habe Zeit erkauft. Ich werde direkt wieder zum Brunnen gehen. Das heißt wieder zum ersten Mal zum Brunnen gehen. Ich glaube, das haben wir, aber das sieht gut aus. Ich gehe hoch und zog weiter. Unsterbliche, ich stürme die Tore des Himmels. Jetzt habe ich dich. Hier kommt ihr nicht durch. Von mir aus. Ja, jetzt habe ich leider ein doofes Problem, dass ich hier warten muss. Ich habe nur 300 Lebenspunkte, das ist ein bisschen arg wenig. Vor. Talent wählen, aber
So, was nehmen wir als nächstes? Nuklearer Ernstfall wird es diesmal nicht werden. Ich nehme Platz da. Zorn ist keineswegs besänftigt. Ich werde zurückkehren und die Himmel werden brennen. Tötet diese Söldner. Das läuft doch ganz gut. Hat er immer genug Zeit, mit dem Crew hinter die Leute zu fliegen? Zum Brunnen. Nicht mehr lange. Dann werde ich meinen Feind zerquetschen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Die Herrschaft der brennenden Höllen wird endlos sein. Oh, fangen wir gleich der Leuchte direkt an. Wir haben den Gudan. Ich werde, glaube ich, wieder ein bisschen Panik machen. Das war, glaube ich, ein Fail von mir. Bunny hopp diesmal mit. Das ist wesentlich effektiver als der Skillshot. Ich hätte wahrscheinlich mit mehr Damage drauf machen sollen, aber ich dachte, vielleicht schaffe ich's. Ein vor weniger. Sylvanas und Value unten. Nicht mehr lange. Dann
werde ich meinen Feind zerquetschen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Okay, er kann sich nicht porten. Ihr Engel war nie mehr als nur Insekten im Angesicht der brennenden Hölle. Das nenne ich eine Explosion. Okay, wir haben Skip. Sehr gut für uns. Wir können direkt anfangen. Auch sehr gut. Aufpassen, Leute! Unser Vor hat's zerlegt! Dann lasst uns keine Zeit verlieren! Nächste weg hier. Darauf ist ein Feind nicht vorbereitet. Mega unlucky. Da kommt keiner mehr auf den Hammer. Ich brauch dringend die Orbs. Keep haben wir schon offen. Das sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Genau das Fahrzeug. Der Engel konnte mich nicht aufhalten. Und ihr erst recht nicht. Vielleicht sogar das Spiel beenden. Das sieht ganz gut aus. Wir können es nicht beenden. Wir haben es beendet. Ah, gut gespielt. Ich liebe dieses Wort. MVP. 37%. Das war eine Menge. 10 Pünktchen. Ich glaube, ich habe aggressiv genug gespielt. Man doch besser den Mafia in den Griff gehabt, als ich dachte. Ja, wir schauen uns gleich mal die Stats an. Es reicht für Level 9 für Diva. Das ist nett. Und Diva erhöht weiter ihre Winrate. Zweimal bin ich draufgegangen, habe aber ordentlich Damage gemacht. Genau wie der Gudan. Und nicht Damage kassiert. 11,5, 13 Minuten Game. Pff, ja. Der Malfeil hat versucht, was ging, aber ich denke, mit Diva waren wir da ganz gut dabei. Auch mit Dauriel und Gul'dan-Kombo. Eventuell, wenn wir Gul'dan nicht bekommen hätten, wäre es dann natürlich die Valar gewesen, die wir dann bekommen hätten. Valar hat oft geflankt. Ansonsten Double Support bei denen hat nicht so gut funktioniert. Zarya Solo Tank ist halt nicht sonderlich gut. Aber die hat auch nicht damit schränken, ne? Die wusste, wie man spielt. Ich habe ihr vielleicht auch ein bisschen zu viel Schildaufladung gegeben. Energy.
Na gut, das war eine Runde Diva. Die war bei mir, glaube ich, inzwischen irgendwas mit... Puh, ich weiß gar nicht, wie viel... 78% in dieser Season. 100% sogar. Aber insgesamt liegt sie bei 78%, die höchste Winrate von allen. Ich mag den Helm. Na gut, sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Tschüss.